Hallo liebe Journalisten, nochmal kurz herzlich willkommen hier von der PK. Könnt ihr uns hören? Ja, jetzt werden die Kopfhörer eingeschaltet. Habt ihr das Fazit von Julian schon gehört, was er eben schon gezogen hat? Der Kopf wird geschüttelt, ja. Dann war hier die Technik leider noch nicht so weit. Julian, es tut mir leid, aber dann bitte ich dich einmal noch zu wiederholen, wie du das Spiel heute erlebt hast. Hört ihr mich jetzt, wenn ich jetzt rede? Einmal einen Daumen hoch, ja. Ja. Also ich fasse mich jetzt ein bisschen kürzer. Mein zweites Fazit, mit den ersten 25 Minuten war ich sehr zufrieden im Spiel. Wir hatten sehr viele Abschlüsse in den ersten 10, 12 Minuten. Sehr viel Gegenpressing-Aktionen, haben die Gegner gut eingeschnürt, waren in der Restverteidigung präsent. Dann ab der 26. das Spiel ein bisschen gekippt, hatten ein bisschen Probleme, die tiefen Laufwege aufzunehmen, waren nicht immer gut zum Gegenspieler gestanden, haben auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück gehabt, nicht in Rückstand zu geraten. Gleiches war in der zweiten Halbzeit, sind wir bärenstark aus der Kabine gekommen, finde ich, mit viel Druck, mit Lattenkopfball, mit Pfostenschuss, mit viel Power, viele Flanken, das war wieder sehr, sehr gut, da lag ein Tor in der Luft. Leider ist nicht gefallen, dann ging es in die Verlängerung. Natürlich ist es dann immer spannend. Da haben wir dann zwei Tore gemacht und natürlich auch eins gekriegt, was wir mehr oder weniger selber gemacht haben, was uns so nicht passieren sollte. Aber die Jungs haben unglaublich gefightet. Am Ende, glaube ich, haben wir schon verdient gewonnen, aber es war schwer. Bremen hat mit einfachen, aber sehr effektiven Mitteln die Bälle schnell in unser letztes Drittel gebracht, mit viel Power in der Luft. Vorne gespielt mit drei Spitzen, sehr mutig, versucht, schnell in unser Drittel zu kommen. Es war nicht so einfach, aber ich glaube, am Ende trotzdem sind wir natürlich der etwas glücklichere, aber trotzdem verdiente Sieger. Danke, Julian. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das erste ausführlicher war. Ich habe das auf jeden Fall auch mitgezeichnet und kann das gleich in die Spieltagsgruppe stellen. Kommen wir zu Ihren Fragen. Das erste digitale Handzeichen hat Stefan Krause von der Bild in Leipzig gehoben. Trainer, Glückwunsch zum Sieg. Man hat gesehen, nach Schluss, für die Spieler und alle Offiziellen sich um den Hals gefallen sind. Da war ja schon eine Menge Druck drauf. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass sie vom Spiel, sag ich mal, ein bisschen nervöser als sonst waren. Wie viel Druck war denn auf der ganzen Nummer? Ja, ich war nicht nervöser, grundsätzlich würde ich es zugeben, aber ich war ganz normal angespannt. Natürlich, dem glaube ich, im Halbfinale angemessen, wenn es um sehr viel geht. Druck, glaube ich, am Ende ist natürlich in der Verlängerung, so spät ein Tor zu schießen, immer sehr emotional. Dass da jeder dann sich um den Hals fällt, ist, glaube ich, A, ein gutes Zeichen, dass man sich leiden kann und dass man gerne zusammen gewinnt. Und B, glaube ich, auch ein Stück weit normal aufgrund der Emotionalität, die in so einem späten Tor steckt. Ja, ich kann heute auch wieder nur ein Kompliment machen. Die Woche war ja für den Gesamtklub schon turbulent. Auch wenn wir es, finde ich, in der Kommunikation mit Anfang der Woche sehr gut gelöst haben, war es trotzdem turbulent natürlich am Anfang der Woche. Und die Jungs, das hat man heute gesehen, dass da weder zwischen mir und der Mannschaft noch sonst was nicht stimmt, sondern dass die Nachricht gar nichts gemacht hat mit dem Team, sondern dass sie unglaublich gefightet haben bis zum Schluss und dann auch die Emotionalität, wie sie richtig ansprechen, umarmen und so weiter. Ja, die Jungs haben wieder alles reingehauen, auch für mich, auch fürs Trainerteam, uns allen den Traum weiterleben lassen, den DFB-Pokal gewinnen zu können. Von dem her ein großes Kompliment an die Jungs. Oliver Jensen, DFB.de. Ja, hallo. Zwei Fragen. Einmal, was würde es Ihnen bedeuten, den Verein mit dem ersten Titel der Vereinsgeschichte zu verlassen? Und zweite Frage, vielleicht nochmal ein paar Sätze zu Wang, der in der Liga nicht so erfolgreich bislang war, aber in der Pokal ja eine echte Waffe ist. Ja, ich fange vielleicht mal mit Can an. Er hat es sehr, sehr gut gemacht heute. Ein super Tor gemacht, technisch sehr gut. Auch seine Vorlage war technisch anspruchsvoll, hat er gut gemacht. Und auch im Defensiven unglaublich engagiert angelaufen, viel mit Sprint-Aktionen eingeleitet, dass der Gegner immer auch Druck hatte, auch in der letzten Minute noch ein herausragendes Spiel gemacht. War natürlich sehr euphorisiert nach seinem Tor, das hat man gemerkt, da hat er nochmal eine zweite und dritte Luft dann immer gekriegt. Ja, und er ist ein feiner Charakter, hat nach dem Spiel sich tausendmal bei mir bedankt. Da gibt es, glaube ich, nicht viele Spieler mit der wenigen Spielzeit, die sich dann noch bedanken. Das müsste eher andersrum sein. Ich habe es auch gemacht, aber ja, es sind einfach sehr, sehr... Das ist einfach ein sehr, sehr freundlicher Charakter und freut mich für ihn, dass er heute so ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, der Titel würde natürlich sehr viel bedeuten. Einerseits, um die Arbeit, die wir die letzten zwei Jahre mit den Jungs gemacht haben, zu krönen. Wir haben, glaube ich, der ganze Club eine sehr gute Entwicklung genommen, auch fußballerisch haben die Jungs eine gute Entwicklung genommen. Wir hatten viele emotionale Momente in den zwei Jahren dabei, viele Erfolge gefeiert. Das i-Tüpfelchen wäre natürlich ein Titel, keine Frage. Da würden wir uns unglaublich drüber freuen. Ich glaube, das ist selbsterklärend, dass das eine schöne Sache wäre. Ja, natürlich würde ich natürlich den Jungs das gerne auch zurückgeben, was sie für mich tun. Ja, sprich, gemeinschaftlich das Ding feiern. Das wäre eine ganz, ganz gute Sache für uns als Club, für die Spieler und natürlich auch für mich. Oliver Hartmann für den Kicker. Ja, ich hätte nur eine Anschlussfrage zu Heechan Wang.
Sie haben es ja angesprochen, das war nicht seine glücklichste und Saison, die er, auf die er jetzt zurückblickt, aus verschiedenen Gründen, vor allem auch krankheitsbedingt. Was würden Sie ihm denn für die kommende Saison raten, dass er sich versucht, weiter bei RB durchsetzt oder dass er sich vielleicht irgendwo für ein Jahr ausleihen lässt, wo er vielleicht mehr Spielpraxis bekommt, als er in Leipzig in Aussicht hat? Ja, ich würde ihm schon grundsätzlich raten, zu bleiben, auch wenn ich das nicht mehr entscheide. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die Planungen sonst so sind in der Offensive. Aber ja, Jesse, glaube ich, kennt ihn gut. Hat sicherlich eine Idee, wie er ihn einbauen kann. Am Ende des Tages muss dann Jesse und die sportliche Führung das entscheiden, was sie mit Can machen und was er machen möchte. Natürlich war das ja nicht zufriedenstellend. Ich hoffe, dass ihm das heute nochmal ja, auch viele negativen Gefühle nimmt, die er über das Jahr gesammelt hat. Ich habe schon mal betont, dass es nicht immer jetzt in seiner Macht lag, dass er nicht mehr spielen konnte. Wie Sie richtig ansprechen, war er mal längere Zeit mit Corona raus, hatte auch am Anfang ein bisschen Probleme, kam recht spät zu uns. Ja, dann insgesamt wenig Training. Er hat einfach viel lernen müssen von der Art und Weise, wie ich Fußball spielen möchte, gerade in der Offensive. Aber wenn er es dann heute ja, so gut macht, dann sind wir doch alle zufrieden. Und ich hoffe, dass er natürlich noch einige Spiele dieser Art für RB machen kann. Stefan Krause nochmal für die Bild-Zeitung. Genau. Oliver Minzlaff sagte gerade, dass er zum Finale mit dem Fahrrad fährt von Leipzig aus. Was haben Sie sich denn ausgedacht in der Hinsicht? Und ja, der Sieg für RB war klar, aber ja, ein bisschen Niederlage für den deutschen Fußball, stand kein einziger deutscher Nationalspieler in der Startelf von RB. Das ist auch lange nicht passiert, beziehungsweise kein deutscher Spieler. Ist das Zufall oder hat sich das jetzt einfach so ergeben? Ja, Zufall grundsätzlich nicht. Ist jetzt nicht geplant von mir, ich achte tatsächlich nicht drauf, aber wir haben ja, Kloster jetzt als Beispiel, war ein bisschen angeschlagen, hat immer wieder ein bisschen Probleme mit dem Knie, deswegen haben wir nicht ja, von Beginn an auf ihn setzen können. Heiste hat gestern Rückenprobleme gekriegt, war nicht dabei, deshalb Benny Henrichs. Das ist so, wie ich die letzten Wochen gesagt habe, da will ich auch noch mal kurz Satz loswerden. Der war, glaube ich, heute der beste Spieler auf dem Feld bei uns, als er reinkam. Das ist unfassbar gut gemacht, mit viel Druck über links, super 1-gegen-1-Situation, super Abschluss. War, finde ich, der auffälligste Spieler. Großes Kompliment dafür, auch keine leichte Situation. Ja, Zufall ist nicht. Natürlich wünschen wir uns, ist ja klar, dass, glaube ich, wie gesagt, ich bin nicht mehr der Entscheider, aber auch auf Sicht sicherlich das auch ein Thema ist. Ja, aber das müssen Sie dann die Verantwortlichen für die neue Saison dann auch fragen. Martin Henkel für MZ und RB Live. Ja, jetzt. Ja. Schönen Abend, Herr Nagelsmann. Glückwunsch zum Sieg. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, die Dynamik im Spiel hat sich mehrfach verändert. Welche Gründe haben Sie von außen dafür wahrgenommen? Und Emil Forsberg haben Sie wahrscheinlich eingewechselt fürs Elfmeterschießen, oder? Ja, das habe ich ihm auch scherzhaft gesagt. Grundsätzlich, ich wollte ihn eigentlich schon früher bringen, schon Mitte zweiter Halbzeit. Aber hat sich, wie Sie es richtig sagen, immer wieder die Dynamik des Spiels verändert, ja, tatsächlich verändert. Und dann musst du immer wieder umdenken. Dann Dani hat dann nach einer nicht so guten ersten halben Stunde in der zweiten Halbzeit auf einmal richtig Gas gegeben, war dann Verlängerung auch herausragend, unglaublich kämpferisch. Und dann war einfach die Frage, für wen tun wir jetzt raus, dass wir die nötige Offensivpower auf dem Platz behalten. Jetzt nicht einen Offensivspieler für einen Offensivspieler wechseln, war nicht ganz so einfach. Da muss man auch ein bisschen schauen mit Ibu, wie frisch er noch ist in der Verlängerung. Es war dann sehr schwer, ihn früher reinzubringen. Ich war natürlich sehr froh, dass er das Tor da macht. Grundsätzlich war er tatsächlich auch fürs Elfmeterschießen geplant, aber ich habe jetzt kein Verbot ausgesprochen, dass er auch so ein schönes Tor schon früher machen darf. Das ist ein bisschen der Mann für die späten Tore. Ja, das war sehr, sehr gut. Die erste Frage habe ich wieder vergessen, wie war die? Die sich verändernden Dynamiken. Ja, genau. Ja, die Gründe waren vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, dass wir, da gab es ja so zwei, drei Situationen, da hat Bremen mal einen Ball weggegrätscht, uns angeschossen, ins Aus, dann war die Bank sehr laut, da war es total emotional, auch von der Tribüne, klingt komisch, wenn keine Fans saßen, aber wurde es emotional und da haben wir uns so ein bisschen Schneid abkaufen lassen, hatten natürlich dann auch die eine oder andere Situation, wo wir die Tiefe nicht gut verteidigt haben, wo wir total schlecht zum Gegenspieler standen. Und so hat Bremen 3-4 Aktionen in Folge gehabt und wir ein bisschen weniger. Wir haben dann nicht mehr so das Zutrauen gehabt, so hat sich die Dynamik in der ersten Halbzeit verändert. Und in der zweiten war es, glaube ich, tatsächlich der Grund, weil wir ja, nach 3-4 sehr guten Situationen kein Tor gemacht haben. Da sind wir so ein bisschen verzweifelt, in Anführungszeichen, dass wir so viel investieren in der zweiten Halbzeit, aber kein Tor machen. Ja, da haben wir uns dann Gott sei Dank auch wieder gefangen. So ab der, weiß nicht, 82. waren wir wieder ein bisschen besser drin und haben es dann auch ganz gut bis zur Verlängerung und dann, finde ich, auch gut gespielt.
Ich sehe keinen. Doch, Stefan Krause schnellt nochmal hoch. Stefan, bitte für die Bild-Zeitung. Eine ganz kurze Frage. Wie sah es denn eben in der Kabine aus? Alle platt und kaputt oder Party und Hände hoch? Ja, Hicjan hat ein bisschen getanzt für die Jungs. Die Jungs haben ihn gefordert, dass er tanzt und Can hat ein bisschen getanzt. Macht er ganz gut, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Ich wollte auch noch was sagen, aber dann habe ich mich zurückgezogen. Es gibt einfach Momente als Trainer, wo du dich nicht wichtiger nehmen solltest, als du bist. Und das war einer dieser Momente. Martin Henkel nochmal für die MZ und RB Live. Wir sind ja nur zu zweit. Herr Nagelsmann, wie hat sich das denn für Sie persönlich angefühlt nach den zuletzt doch recht turbulenten Tagen in Leipzig? Ja, sehr gut. Ich glaube, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube schon, der eine oder andere hätte sich gefreut, will ich nicht sagen, aber hätte gesagt, ja, das kommt jetzt davon, dass es veröffentlichen oder dass es in dem Zeitpunkt veröffentlichen. Ich finde beeindruckend, wie die Jungs marschiert sind. Die marschieren natürlich für sich, aber auch fürs Trainerteam, auch für mich. Es war eigentlich so wie in den letzten kompletten zwei Jahren, dass die Jungs schon immer Vollgas geben und auch jetzt, man muss schon mal auch sich auf der Zunge zergehen lassen, was wir für eine Saison haben, wie lang die schon ist für uns, wie wenig Vorbereitung wir hatten, wie wir uns aber trotzdem entwickelt haben und dass auch die Jungs heute nochmal in der Nachspielzeit der Verlängerung nochmal Gas geben. Ich da Dani Olmo nochmal sehe mit dem Sprint als Beispiel. Also da sieht man, dass die Nachricht nichts mit der Mannschaft gemacht hat, dass es extrem stimmt, dass wir alle eine gute Verbindung haben, dass wir alle gemeinsam erfolgreich sein wollen. Natürlich hat mich das extrem gefreut, weil ich genau das nicht wollte, dass irgendeiner was interpretiert, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass die Jungs jetzt irgendwie sauer sind oder sonst was, sondern ja, die Nachricht aufgenommen haben. Natürlich der eine oder andere traurig ist, ich glaube, es ist auch normal, aber dann trotzdem wir uns wieder zusammengerauft haben und gesagt haben, wir wollen einfach erfolgreich den Weg weitergehen bis zum letzten Tag am 22.05. Und das hat man heute, glaube ich, auch eindrucksvoll dann gesehen und deswegen gibt es auch ein großes Kompliment für meine Spieler. Gut, dann ist alles beantwortet. Herzlichen Dank. Schöne Grüße auf die Pressetribüne. Kommt gut nach Hause und gut durch die Nacht. Tschüss. Ciao. Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Halbfinalspiel im DFB-Pokal hier im Wohn- und Westweserstadion zwischen Werder Bremen und RB Leipzig. Endstand nach Verlängerung 1:2. Ich begrüße Florian Kohfeldt hier in der Pressekonferenz. Und Florian, ich möchte dich bitten, dein Statement zum Spiel abzugeben, bitte. Ja, schönen guten Abend. Pokal war es heute, wie er lebt und lebt. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Energie auf den Platz gebracht. Wir haben einen extrem starken Gegner, insbesondere individuell, bekämpft über 120 Minuten. Aber auch bespielt, auch Möglichkeiten gehabt hatten. Es war ein Spiel, was am Ende in beide Richtungen kippen kann, das muss man so sagen. Ich glaube, wir hatten erste Halbzeit die deutlich besseren Chancen, klareren Chancen. Dann zweite Halbzeit RB, Verlängerung ausgeglichen. Ende der regulären Spielzeit hatten wir noch ein, zwei Standards, die waren richtig gut getreten. Da hätte auch was passieren können. Dann geht es vielleicht da schon für uns aus. Das Ende ist natürlich maximal bitter für uns, auch wenn das Tor toll rausgespielt ist. Aber das ist sehr, sehr schade. Deshalb bin ich extrem traurig heute Abend. Und ich sage nicht enttäuscht, sondern ich bin traurig, weil das wirklich heute so viel Energie war von uns. Und ich muss dann natürlich auch an die verschiedensten Szenarien der letzten Jahre denken, mit dem Halbfinale vor zwei Jahren, mit dem Halbfinale, ich glaube, vor fünf Jahren, wo ich dabei war, wo Arturo Vidal immer noch fliegt und das ist alles immer irgendwie ein bisschen bitter bislang gewesen mit Halbfinals und Werder in letzter Zeit und damit auch mit mir. Sehr schade, aber es bleibt festzuhalten, dass die Mannschaft eine hervorragende Leistung gebracht hat, kämpferisch, mental, es war viel Druck da, auch wenn eigentlich der Wettbewerb keinen Druck hatte, jeder kannte die Umstände für das Spiel und ich glaube, die Mannschaft hat eine beeindruckende Reaktion gezeigt und trotzdem sind wir ausgeschieden, deshalb sind wir sehr, sehr enttäuscht und es bringt uns für die Liga keine Punkte, aber hoffentlich die nötige Energie und vor allen Dingen diese Gewissheit, jedes Spiel gewinnen zu können in den nächsten drei Bundesligaspielen. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, Florian, vielen Dank. Oliver Jensen hat schon vorgemacht, wenn ihr Fragen habt, bitte kurz einen Hinweis in den Chat. Oliver Jensen vom dfb.de, bitte beginne.
Anscheinend ein Fake-Hinweis, dann bitte Roman Unger von der Bild. Ja, Florian, du hast gesagt, du bist verständlicherweise enttäuscht, traurig. Trotzdem bleibst du Werder-Trainer. Wer hat dir als erstes die Entscheidung mitgeteilt und wie froh bist du trotzdem darüber, dass es für dich jetzt weitergeht? Ja, natürlich Frank Baumann, relativ direkt nach dem Spiel. Und ich bin froh darüber, weil ich absolut überzeugt bin, dass wir die Klasse halten können und weil ich glaube, für mich als entscheidendes Kriterium immer habe für einen Trainer, ob eine Mannschaft einem Trainer grundsätzlich folgt oder ob es grundsätzliche Probleme gibt. Ich glaube, ohne das zu hochreden zu wollen, am Ende ist das immer die Wahrheit dann auf dem Platz. Die haben wir heute gesehen und deshalb werde ich viel Energie haben für das Spiel gegen Leverkusen und die nächsten Spiele, um Werder in der Klasse zu halten. Ich bin sehr gerne Werder-Trainer und ich möchte, dass hier erfolgreich diese Saison zu Ende geht und erfolgreich wäre ein Klassenerhalt. Und noch toller wäre ein Pokalfinale gewesen, jetzt ist es ein Halbfinale gewesen, aber auch das ist, muss man ehrlicherweise sagen, eine tolle Pokalsaison gewesen. Und ja, und trotzdem ist das jetzt nicht das entscheidende Thema. Ich habe es vorher gesagt, ich bin Wettkämpfer. Wir alle sind Wettkämpfer und wir wollten heute ein Spiel gewinnen. Und alles andere hätten wir danach geklärt oder haben wir jetzt danach geklärt. Deshalb, das Wichtigste ist, war das Spiel heute. Und deshalb ist mein vorherrschendes Gefühl heute große Enttäuschung. Die nächste Frage bitte von Daniel Kutius von der Deichstube. Ja, moin Florian. Hast du so kurz nach dem Spiel denn schon eine Erklärung dafür, wo diese ja, große Leistungssteigerung deiner Mannschaft herkam, gerade nach den Auftritten aus den vergangenen Wochen? Das war ja heute ein komplett anderes Gesicht. Braucht die Mannschaft einfach diese absoluten Druckspiele, um dann so da zu sein? Und daran anschließend noch, was nehmt ihr, obwohl es heute ja bitter ausgegangen ist, aber auch für die letzten drei Bundesligaspiele heute mit? Ja, zum ersten Teil weiß ich nicht, ob das dann auch Union Berlin war grausam, gar keine Frage, das Spiel. Mainz 05 vor 10 Tagen war jetzt hier auch, was so Energie, Leistung und so weiter, ja auch alles andere als grausam. Ich glaube, das hat man ja auch gesehen. Es gibt dann auch gewisse Spieldynamiken, warum das so läuft. Aber natürlich war es heute auch, ist ja auch, kann ja jetzt viel floskeln, natürlich war es eine Ausnahmesituation. Und ich habe versucht, der Mannschaft den Druck zu nehmen, habe versucht, sie nur auf dieses Spiel zu fokussieren und sie haben toll abgeliefert. Was wir da jetzt mitnehmen können, besprechen wir die nächsten Tage. Ganz wichtig ist auch, sofort wieder sich klarzumachen, dass man jetzt nicht im nächsten Spiel wieder so automatisch so ist, sondern es muss dann auch wieder abgerufen werden und erzeugt werden. Aber sie waren da heute komplett und das nötigt mir großen Respekt ab vor dieser Mannschaft. Okay, es scheint keine weiteren Fragen mehr zu geben. Dann euch vielen Dank. Florian, auch dir herzlichen Dank. Jetzt kommt Roman Unger noch um die Ecke. Roman, ey, du Spätzünder. Jetzt geht's los. Bitteschön. Sorry. Ein paar Spieler wurden verletzt oder angeschlagen, ausgewechselt. Kannst du da was Hättest es mal lieber gelassen. Ah, die Frage war fertig. Hast du mich verstanden, oder? Ja, ich habe dir dazwischen geredet und gesagt, hättest es mal lieber gelassen mit der Frage. Aber ich vermute, du meinst die Verletzten. Ja, genau. Tut mir leid, ich kann noch nichts dazu sagen. Okay, alles klar. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, euch vielen Dank. Einen schönen Abend, einen guten Heimweg und alles Gute, Florian. Auch dir vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. Danke. Ja. Tschüss. Bis dann. Ciao.